Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu Days Gone, zur Folge 6 hier auf meinem Kanal. Ja, ich hoffe, es geht euch gut, ihr seid alle gut drauf und ihr habt bis jetzt eine schöne Zeit gehabt. Und in der letzten Folge haben die Penner unser Moped geklaut. Ich wollte sagen, unser Motorrad geklaut. Und jetzt müssen wir mal schauen. Ich habe da irgendeinen Auftrag gekriegt. Vielleicht haben wir ja da Campleben oder sonst was. Nein, wir jetzt diesen Hushang da. Den Auftrag erledigen. Ja, ich glaube in so einer apokalyptischen Welt. Schauen wir mal, was kriegen wir denn da? Ist das alles nicht so? Ja, hallo. Ungedeckt, okay. Wow, ein ganzes Freaker-Ohr. Okay. Okay, eins. Ja, lass mich nachsehen, ob ich genug Punkte dafür habe. Cool, du warst wohl sehr fleißig. Na dann. Oh. Okay, da können wir mal dies verkaufen. Aha, okay, wir müssen dort Tiere erledigen. Das ist gut. Händler. Entschuldigung. So. Ah, okay. Was? Nicht genug Punkte? Okay. Dick. Warte, du sollst wissen, dass es mir leid tut. Ich wusste es nicht, ich schwör's. Weißt du überhaupt, wie viel Arbeit ich in dieses Bike gesteckt habe? Das war ein Drifter-Bike, Manny. Ich weiß. Ich werd's wieder gut machen, ich schwör's. Ich hab ein neues gebaut. Die Drecksmühle nennst du ein Bike? Ich weiß, es ist nicht. Ich werde mich nach Teilen umsehen. Ich mach dir was klar, ich schwör's. Okay, und was ist mit meinem Spezialtank, Manny? Weißt du, der, den mir meine verstorbene Frau geschenkt hat? Findest du den auch? Mann, Dick, tut mir leid. Geh mir einfach aus dem Weg. Hoffen wir, dass ich nicht krank wäre. Nee, auch voll krank. Einen Moment, ich mach das. Scheiße, das ist doch kein gottverdammtes Bike. Okay. Rosa, bist du da? Ja, Nick. Wie geht's dir? Was macht der Arm? Wie gesagt, wird schon. Okay, ich will trotzdem noch zum Nero-Kontrollpunkt, sterile Verbände holen, eine Salbe oder so. Ja klar, mach nur. Ich geh dann raus und sichere den Berg. Busa, nein, du hast Verbrennungen dritten Grades, du ruhst dich aus, okay? Ich komme so schnell ich kann. Ich könnte es gegen die Schmerzen brauchen. Ja, klar. Ich werde sehen, was ich finde. Ich finde schon was. St. John, sprich Cope. Wenn du am Turm bist, meine Frequenz wurde abgeschaltet. Kampf oder Flucht, okay. Bring's in Ordnung, ich zahle dafür. Also diese Mad Bull, kennst du die? Die den Saft abzubringen, klingt ziemlich persönlich. Verdammt, ja, es ist persönlich. Sie gehörten zum Camp, aber die Regeln passen ihm wohl nicht. Nicht stehlen, nicht morden. Oder es ging ihnen wie mir. Sie hatten einfach genug von deinem paranoiden Schwachsinn. St. John Andy. Ich
Ja, ein bisschen komisch mit dem Motorradfahren. Ja, wir müssen erst mal wieder das Bein da unten, so die Minimap. Wie bei GTA. Ah, sind wir doch in der Folge 1 gewesen, oder? Oder Folge 2? Na, Folge 1 sind wir gewesen. Das ist er, der Nero-Kontrollpunkt. Ich brauch was für Busas Arm. Okay. Dann mal los. Teile habe ich noch. Schauen wir, ob das bleibt. Generator, hier muss irgendwo einer sein. Dich kann ich brauchen. Bestens auf die ein bisschen auf Heilung bringen. Ah, war sicher wieder Munition drin. Ein paar Bolzen werden wir auch brauchen. Können wir abbrauchen. Sehen wir ab, wohl. Eine Machete, glaube ich, ja. Sprit. Generator, hier muss irgendwo einer sein.
Ja, ich weiß, ich habe jetzt momentan nichts zu verzögern. Was ich verzögern kann, ist, ich Bingo, nehme jetzt, da ist er. Ich habe jetzt die 6 Stück in Folge aufgenommen. Na los, du Scheißding, spreng schon an. Ich brauche Benzin. Ja, noch mehr da. Ah, gutes Timing. Das sollte reichen. Ja. Verdammte Scheiße. Das wird sie alle zu mir locken. Endlich die Frösche! Da! Körperteile klären. Na, Schweinchen, Schweinchen. Ah, Schweinchen, Schweinchen. Okay. Versucht sie hier anzuschleichen, schleichen. Ah. Ein Schweinchen, Schweinchen. Ja, man hätte zuerst, also, wenn sie das Spiel spielt, spürt sie zuerst die Lautsprecher aus. Das ist das Wort, was ich gesagt habe. Nein, ich bin mit der Machete zufrieden. Ist da irgendwo einige? Ah ja, hier. Und hier haben wir auch einen, der was die Sicherheitskarten hat, jawohl. Sterile Verbände, wo bewahren Sie die bloß auf? Machen wir jetzt zu. Ja, sterile Verbände. Genau das, was ich brauche. Jetzt muss ich das nur noch zurück zu Busa bringen. Oh, hallo. Was? Was ist das? Script. Nero-Kram. Hm. Sieht aus wie ein Injektor oder so. Hm. Warum eigentlich nicht? Ja, geben wir uns Ausdauer. Boah, ich fühle mich schon viel stärker. Okay, ich gehe gerade an. Okay. Ja gut, Ausdauer ist aber gut. Ich glaube, in so einer zombie-apokalyptischen Welt ist dies aber ganz gut.
sie hofft, dass Freunden abhauen sollen. Willkommen in meiner Welt, du dämlicher Schwachkopf. Also ich hoffe, das ist Hirnabskinder, weil das jetzt gerade bei mir über den Controller Lautsprecher kämmer. Also das ist einmal, das ist gut gemacht. Also das taugt mir schon mal in Spiel. Schauen wir mal. Machen wir da wieder zu. Rosa, bist du da? Rosa, gottverdammt, antworte mir! Er meldet sich nicht. Wo steckt er nur? Eins noch. Sie haben anscheinend ein paar Automatikgewehre und Schrotflinten mitgenommen. Pass auf dich auf. Scheiße, Cobb. Danke für die Info. Ich hab ruhig, Cobb. Hoppala. Das war jetzt zu viel. Das war jetzt zu viel. Hier möchte ich die Schaufel so Busa. Ich bin ganz auf das ganz konzentriert. Ja, die Nachricht haben wir schon gehört, aber. Verdammt, antworte mir! Er meldet sich nicht. Wo steckt er nur? Du hättest mit deinen Freunden abhauen sollen. Willkommen in meiner Welt, dämlicher Schwachkopf. Und eins noch. Sie haben anscheinend ein paar Automatikgewehre und Schrotflinten. Pass auf dich auf. Scheiße, Cobb. Danke für die Info. Ich helfe, wo ich kann. Cobb, Ende. Also, ich finde, wenn wir so einer apokalyptischen Dingsbums wird, ist eher mehr in Turbo geeignet. So zwischen Straßen und Maschinen und Chopper. Groß. So, das ist da die Song, war da eher. Oder fetter Pickup. Mit dem Rampel wieder. Ein bisschen Stacheldraht um den Box, kann man nur drei Herzen. So. Wo ist er denn, der Busa? Hey Busa, ich hab da so ein Zeug für deinen Arm gefunden. Busa? Busa! Hey!
Wow, wow, wow. Oh, shit. Scheiße, Dick. Fast hätte ich dich umgeballert. Lass mich mal den Arm ansehen, ja? Nein. Oh nein. Lass mich mal den Arm schon ansehen. Ist gut. Gut. Fuck. Ja, mir denkt, der war ein Zombie oder sowas. Hey, Dick. Danke, Mann. Das wird schon, okay? Das wird wieder. Aber den Ausblick auf die nächste Mission werden wir hier diese Folge beenden, meine lieben Sportsfreunde. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Ich werde es mir weiterhin auf meiner Reise begleiten. Wünsche, Kommentare, Anregungen, das könnt ihr ja einfach eine in die Kommentare. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar. Bis zur nächsten Folge noch. Einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Sportsfreundin, lieber Sportsfreund. Je nachdem, wann das du dir dieses Video schaust, bleib mir gewogen und vor allem, was viel, viel wichtiger ist, meine lieben Sportsfreunde und drinnen, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!